Jimmy, Einstand für dich, jetzt als neu hinzugekommener Spieler beim SV Spielberg. Leider ein Unentschieden nach einem Spiel, bei dem man sicherlich einen Sieg erwartet hätte bei der Anzahl der hochkarätigen Chancen. Bittere Niederlage? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit haben wir viel besser gespielt als der KSC. Wir haben auch viele Chancen gehabt, leider auch liegen gelassen. Aber wir haben auf jeden Fall den Platzbedingungen auch, die haben wir angenommen, war schwierig, viele Bälle sind versprungen, aber ich denke, gerade in der ersten Halbzeit sind wir sehr gut reingekommen, also viel besser als der KSC. Und ja, in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir hinten raus zu viele Chancen auch dem KSC dann gegeben, und auch vorne müssen wir mindestens 2-3 Kisten machen. Und dann haben wir auch hinten raus keine Probleme gegen den KSC. Ich habe es ja schon angesprochen, du bist Neuzugang. Kannst du zum Wechsel ein paar Worte sagen, wie das vonstatten ging und was dich am SV Spielberg, was dich zu ihm bewegt hat und an dem Verein vielleicht gereizt hat? Ja, ich hatte viele Gespräche auch mit dem Trainer, und das hat mich dann überzeugt, hierher zu kommen. Hatte dann auch noch Gespräche mit Bernd Stadler, und das hat mich dann vollends hier überzeugt, auch jetzt vorerst mal das halbe Jahr hier zu sein. Was sagst du zur Wintervorbereitung? Wie gut ist sie gelaufen? Ihr seid ja im Abstiegskampf jetzt. Was rechnest du dir für die Mannschaft aus? Wie siehst du die Situation? Die Situation sehe ich so, also es sieht, denke ich, jeder, dass wir ziemlich weit unten stehen und wir da auf jeden Fall raus wollen. Und ich denke, dass auch da jeder Einzelne in der Pflicht steht. Und die Vorbereitung, wir hatten Spiele drin, die haben wir super gemacht. Wir haben ein paar Gegentore vielleicht zu viel bekommen. Aber im Großen und Ganzen, auch in den Trainingseinheiten, hat jeder gut mitgezogen. Und ich denke, wir sind gut gerüstet für die Rückrunde. Nächster Gegner ist bei einem Auswärtsspiel der SSV Reutlingen. Was sagst du zu diesem Spiel und was denkst du, was euch da erwartet? Ja, wir werden die Woche uns wahrscheinlich auf Reutlingen vorbereiten. In Reutlingen, denke ich, wird kein einfaches Spiel. Aber wie gesagt, wir brauchen jeden Punkt und wir müssen da auch in Reutlingen Punkte mitnehmen. Am besten 3. Jimmy, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, ich danke Ihnen auch.